Wir waren und sind ewig groß, du bist nie alleine. Deine Fans sind die Besten, auf immer nur deine. Verlass dich auf uns, wir sind dein starkes Herr. Was auch immer du machst, wir lieben dich so sehr. Wir sind blau-weiß. Wir sind blau-weiß. Spiel ist zu Ende. Erste Halbzeit haben wir gerockt. Da habe ich gedacht, da ist was drin. Mindestens ein 1-0. Schiri hat da schon ein bisschen Anzeichen gemacht, dass er eigentlich uns nicht so sehr mag. Zweite Halbzeit hat das dann klar dargestellt. Er ist gegen uns. Wolfgang Hasselberger aus St. Wolfgang. Ich habe hier noch ein paar Grüße für dich. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hoffe, ich sehe dich nie wieder, ehrlich. Geil, Schiri! Also, wir müssen jetzt auch ein bisschen sachlich bleiben. Ich muss mal sagen, also wenn ganz du ehrlich, dich betrogen fühlst, dann heute. Wäre er nicht unverletzt vom Platz gegangen. Ja. Also ganz ehrlich. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nur bestochen sein. Ein Scheiß, Schiri. So ein Mist. So ein Schiedsrichter kannst du voll vergessen. Wir fühlen uns heute, wir fühlen uns einfach heute betrogen. Nee. Wir können das nicht einwerten, weil die ganzen Schiedsrichter, Menschen, die immer so tun, als ob sie Ahnung hätten, werden jetzt sagen, alles super, alles toll. Aber die Fans fühlen sich heute betrogen. Dürftig, sehr dürftig. Hat auf jeden Fall für Darmstadt gepfiffen. Ja, wir wollen nicht meckern. Das ist ja immer, das wird uns immer Fans vorgeworfen, dass wir mal meckern und pöbeln und sonst was. Wir wollen nicht kleinlich sein. Wir fühlen uns einfach betrogen heute. Das aufarbeiten sollen andere. Der hat definitiv einen Darmstadt-Trikot angehabt. Auf jeden Fall. Das ist unfassbar gewesen. Das seht ihr auch nicht. Mir fehlen die Worte, das ist Wahnsinn. Also wenn heute einer diese Niederlage eingeleitet hat, ist es der Schiri und ich sage genau wie Alex, Schweine-DFB. Dankeschön für eure Unterstützung. Daran merkst du, das ist nun mal dieses ungeschriebene Gesetz, was ja keiner mal ausspricht. Uns wollen sie nicht haben. Ist einfach so. Uns wollen sie nicht haben. Ich weiß ja auch nicht, warum Piccini eine rote Karte kriegt. Ich meine, dass er eine gelbe Karte kriegt, das ist doch keine Frage. Aber dann rufen die ihn nochmal raus, geben ihm eine rote Karte. Warum kriegt Piccini gleich die rote Karte, weil er beim letzten Mal für uns zweimal getroffen hat? Naja, keine Ahnung, wahrscheinlich ist so, und wer ist unser bester Verteidiger ist, den musst du rausnehmen, damit die gewinnen. Ja? So sieht's aus. Den muss ich rausnehmen und den haben sie rausgenommen. All glatt, ich sag, das sieht ja nicht. Das ist betrug. Schieber! 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 So